Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal den neuen Bouton an unserem iPhone 16 Pro bzw. 16 Pro Max, 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 Max durchgehen, gehen, gehen. Denn es gibt einen neuen Bouton, einen neuen iPhone. Wir haben auf der linken Seite haben wir den Action-Button, den kennen wir schon ein bisschen länger. Der ist schon seit mehreren Generationen da. Volume Up, Volume Down, SIM-Card Tray. Auf der rechten Seite sehen wir, da ist der Power-Button und da ist er, der neue Shutter-Button, der neue Kamera-Control-Button, der Knopf, der versenkt ist. Das ist auch gut, denn hätten sie ihn gar nicht versenkt, wäre es noch schlimmer gewesen. Jetzt ist es nur schlimm. Warum, wieso, warum editieren wir das? Was können wir damit machen? Lass uns es angehen. Erstens, das ist Saphirglas. Darunter ist ein haptisches Feedback-designter Knopf. Das heißt, wir können ihn runterdrücken. Es ist ein haptisches Feedback da. Wir können ihn aber auch nur leicht drücken. Das sind zwei unterschiedliche Funktionen. Und wir können die touch-sensitive Oberfläche dazu nutzen, um darüber zu streicheln und so dann auch Einstellungen vom natürlich in der Kamera-App durchzuführen. Okay, erstmal, wir drücken, standardisiertes einmal drücken. Ihr könnt es aber auch auf zweimal tappen draufsetzen. Schon geht die Kamera-App an. Was auch ein schönes neues Feature ist in iOS 8, wenn ich was drücke, seht ihr das, wie das da den Rand ausformt, nur mal so nebenbei. So, also das heißt, wir können drauf sitzen, zack, machen wir erstmal an. Ne? Und jetzt sollte man das Teil ja dann so nehmen, wie eine DSLR-Kamera man in der Hand hat. Das heißt, man supportet auf der anderen Seite, auf der anderen Seite auch. Und dann können wir hier diesen Button als Shutter-Button benutzen. Das heißt, wir können drücken und werden dann die Aufnahme starten. Wir können ihn wieder drücken, dann werden wir die Aufnahme aufhören, aufnehmen zu lassen. Dann können wir hier mit einem kleinen Doppeltipp können wir durch die einzelnen Einstellungen gehen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel die Belichtung verändern und das dann auch mit touch-sensitiven Auswirkungen. Ich finde das etwas fummelig, ehrlich gesagt. Das ist viel einfacher, das hier drüber zu wählen. Mit, zum Beispiel nehmen wir das Zoom. Ich kann hier schön rein und rauszoomen auf den Touchscreen. Also ich finde das toll, wie es ist oder wie es war. Aber es geht natürlich jetzt evolutionär immer weiter. Wir können auch die Tiefen und Schärfen einsetzen. Wir können in Zoom gehen, wie ich gerade gezeigt habe. Hier Zoom als Beispiel kann ich rauszoomen, reinzoomen und das wie an einem Objektiv ist das sozusagen. Man dreht an dem Objektiv. Hier würde man dann an dem Camera Control Button sich ja fummelig dran lang wabbeln. Doppeltipp. Nicht ganz aussehen, können wir die Kameras durchschalten oder die Stile und oder den Ton. Ihr seht also, das geht in Hochformat, das geht im, also im horizontalen, im vertikalen Format. Es geht aber auch beiden Seiten. Das heißt, ich kann jetzt auch hier umdrehen und jetzt kann ich auch hier die einzelnen Unterschiede setzen. Zum Beispiel jetzt die Belichtung verändern. Ne? So, die Kamera-Control-Button. Was ist, wenn ihr ein Tripod benutzt? Ein Tripod mit Klemmfunktion für Smartphone. Ja, das heißt, permanent wird dort die App dann ausgelöst werden. Permanent wird sie aufnehmen und oder löschen oder was auch immer. Ne? Also stoppen oder aufnehmen, weil sie andauernd da drankommt. Ja, wir gehen auf Einstellungen. Dann gehen wir auf Kamera. Zack, dann können wir auf Kamerasteuerung gehen. Und dann sehen wir hier Kamera starten. Einfachklick, Zweifachklick. Das heißt, auf Einfachklick gehen wir einmal hin, dann geht da Dinge an. Wenn wir auf Zweimalklick gehen, das ist schon mal eine gute Sache, können wir einmal klicken und geht nicht an. Ne? Okay, das ist schon mal gut, denn so können wir das etwas nach unten drücken, dass das andauernd auslöst. Okay, das ist möglich. Was wir auch natürlich auswählen können, ist hier den Codescanner zu öffnen, also wir können es auch fremd belegen oder die Lupe zu öffnen. Ich mache mal einmal Klick, Lupe öffnen, zack, jetzt wird die Lupe geöffnet und ich kann die Lupenfunktion benutzen. Oder und was können wir noch? Keine Funktion läuft. Dann können wir es aber auch direkt ausmachen gleich. Also wir können das hier mit einem anderen Syntax schon nutzen. Es muss nicht immer die Kamera-App sein. Wir haben aber noch mehr Möglichkeiten und zwar bei Bedienungshilfen. Gehen wir bei Bedienungshilfen rein, gehen dann auf Kamerasteuerung. Zack. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Kamerasteuerung auszumachen. So, seht ihr? Funktioniert gar nichts mehr. Funktioniert nichts mehr. Und das, wenn ihr das so wollt, könnt ihr das so einstellen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Anpassung einblenden. Das heißt also, wir haben hier
dann die Möglichkeit, es immer noch zu benutzen, zu öffnen, aber nicht mehr die Anpassung einzusetzen. Das heißt also, die Kamerasteuerung Anpassung vorzunehmen, ist aktiviert oder deaktiviert. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das noch leichter, standard oder fester zu setzen. Das ist dann das Haptische, wo wir auf den Knopf drücken und ihn nicht ganz durchdrücken. Dann haben wir die Möglichkeit im unteren Bereich, ob wir langsam oder schnell für das Tempo des Doppeltaps nutzen wollen, um uns das dann individuell zu setzen. Ihr seht also, es gibt schon Einstellmöglichkeiten für den Kamera-Button, für den Shutter-Button hier oben. Also richtig überzeugend tut er mich ehrlich gesagt nicht. Weil vor allen Dingen, ich benutze oft Stative mit Klammerfunktion und da ist das wirklich Giftele. Auch wenn er versunken ist, das ist schon mal gut, trotzdem meine Klammerdinger kommen öfters da dran und starten dann immer Müllvideo. Das ist doof. Aber es ist euer überlassen, das ist eine gute Sache, denn die Haptik dahinter ist natürlich, es ist wie eine DSLR-Kamera. Ihr supportet auf der einen Seite, auf der anderen Seite und könnt dann hier oben wie bei einem Objektiv das verstellen. Das haben sie schon gut simuliert. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.